Hi, hier ist eure Lissen. Und euer Rapsen. Ja, und weiter geht's mit unserem Stadtzentrum, das wir ja völlig neu gestalten. Und wir haben eine Shoppingstraße gebaut. Das war ein Wunsch von euch. Wir haben da auch versucht, so viele so kleine Ideen, die ihr uns gegeben habt, einfach damit einzubinden und einzubauen. Und ja, freuen uns halt auf jeden Fall mal schon auf euer Feedback zu unseren Ideen, was wir von euch in unserer Shoppingstraße verwirklicht haben. So, aber bevor wir uns der Shoppingstraße widmen, wollen wir euch noch was zeigen. Und zwar befindet sich das direkt hier dahinter. Wir haben mal wieder keinen Namen dafür. Aber das ist so etwas wie ja ein Kunstwerk, ein Denkmal, ein, ich weiß es nicht genau, modernes was. Design, Dingsbums, was die Umgebung schöner macht. Weil wir wollten jetzt, ja so ungefähr, also wir wollten jetzt nicht nur einfach Gebäude an Gebäude machen oder Shop an Shop machen, sondern das Ganze sollte natürlich trotzdem aufgelockert sein, weil es ist ja einfach ein Stadtzentrum und ist keine Shopping Mall in dem Sinne, kein ganzes Gebäude. Ja, man soll ja auch einfach durchlaufen können und sich wohlfühlen, entspannen können und ja, im Prinzip soll es einfach aufs Auge was Tolles sein. So sieht's aus. So, und das hier hinten ist die Shoppingstraße. Ich gehe einfach mal voraus und ihr kommt mir hinterher. Ja, also wenn es um eine Shoppingstraße geht, gibt es einfach keine andere Möglichkeit, als dass die Frau vorauslaufen muss. Weil nirgends kennt sie sich besser aus. Schatz, Tagesangebot, die Maniküre für nur 15 Euro. Das erste Schild und es geht schon los. Das fängt gut an, ne? Übel. Zum Glück habe ich den großen Geldbeutel mitgenommen. Ja, wunderbar. So, hier ist das Nagelstudio French Nails. Pimp my girl. Ja, dann pimpen wir doch gleich mal. Ich mache sogar die Tür auf. Ich bin ein richtiger Gentleman. Gentleman. Übel. So. Boah, grün, rot, schwarz und ganz rechts lila, pink, deine Farbe. Also wir haben versucht, mit den Farben einfach auch so ein bisschen die Nagel... Was ist die Mehrzahl von Nagellack? Nagellacke? Nagellacke? Nee, Nagellack, oder? Nagellack ist Nagellack. Ein Nagellack, zwei Nagellack, zwei Nagellecke, Lacke. Wenn ihr es wisst, schreibt es rein. Wir sind überfordert. Total überfordert. Keine Ahnung. Also wir haben halt hier... Nagellecke, Lacke, Lacke. Wir nennen Nagellecke. Nagellecke haben wir nicht. Nagellacke. Hier, es gibt Handpflege. Bitte einmal Handpflege und die Maniküre im Tagesangebot. Hätte ich gerne. Ja, ich kassiere dich mal ab, Moment. Oh, ey. Komm, wir haben Stunden gebaut. Und jetzt mit ich einem weiß sogar Schlag noch, was drauf stand. Nagellack in allen Farben. Oh, so. Sag mal, was ist denn gerade los? Jetzt hast du das nächste kaputt. mit der gehe ich nicht mehr shoppen. Aber bevor ich bezahle, möchte ich gerne hier meine Behandlung haben. Hier haben wir versucht, einfach mal zwei so Nageldesign-Tische hinzubauen. Es ist ja grundsätzlich so, dass auf der einen Seite dann die, ja... Manni, na wie heißt du denn? Wie heißen denn die? Wie heißen denn die Damen, die die Nägel machen? Also ihr seht, also wir sind bestens vorbereitet auf unsere Sendungen, die wir hier machen. Ja, bis ins tiefste Detail haben wir uns über die Details informiert, die wir hier vorstellen. Und auf jeden Fall hat es ja dann an so einem Platz auch immer, also wenn die Nägel lackiert worden sind, kommen die ja in so einen kleinen, ich weiß natürlich auch nicht, wie es heißt, in so einen kleinen Trockentunnel-Dingsbums-Gerät rein. Und da muss man dann einfach mal schön die Finger stillhalten und dann trocknet der Nagellack schneller. Und das haben wir jetzt einfach mal durch dieses Ding hier dargestellt. Ich finde, man erkennt's. Die Mädels werden es erkennen, die Männer werden sich denken, was? So. Du läufst Nägel voraus. Sind lackiert. Ich mach mal die Tür zu. Und schon bin ich 45 Euro los. Wahnsinn. Schreibt mal mit, was wir alles ausgeben. 45 Euro sind schon weg. Das nächste Tagesangebot. Cut and go für 19 Euro. Ab zum Friseur. Oh, na dann mal los. So, hier ist die Kasse. Und das haben wir eigentlich ganz clever gelöst. Also wie ihr seht, das ist alles hier ja ein Raum. Wir wollten das doch ein bisschen offen gestalten und haben gedacht, wir machen einfach nur so eine Zwischenwand und dann kann man die auf beiden Seiten einfach prima nutzen. Auch mit dem Bücherregal kommt das einfach prima. Also wenn man es hier nochmal sieht, haben wir uns auch natürlich ein bisschen was dabei gedacht. So Nagelstudio, Friseur, im passt Endeffekt natürlich in alles, einem also, Gebäude, genau. Aber trotzdem komplett voneinander getrennt. Genau, ja? Das ist einfach die Schönheit. Und alles natürlich und wie offen. Es geht. So, und hier beim Friseur ist es ja immer so, dass man so Waschbecken hat, auf die
bei denen dann die Haare gewaschen werden. Und ich kann heute nicht mehr reden. Heute ist Deutsch ausverkauft. Ausverkauft. Wir haben alles gebaut, nur keinen Deutschladen. Nein. Oh. Das ist aus. Also auf jeden Fall können hier die Haare gewaschen werden. Oh Gott, was ist los? So, und wir mussten natürlich auch irgendwie einen großen Spiegel darstellen. Das haben wir dann einfach gemacht mit diesen Bilderrahmen und den Glasplatten. Und dann gibt es ja oben auch immer noch so eine Trockenhaube. Jetzt hätte ich gerne eine Dauerwelle. Ich kann mich nicht reinsetzen. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zuerst zum Sportcenter. Das fehlt uns noch. So, Haare sind geschnitten und gepimpt. Es wird bezahlt. Kling, kling, 66 Euro. Wahnsinn. Ja, pro Behandlung 19 Euro. Hast du alles behandeln lassen? Ich hab's genau gesehen. Sie hat schon wieder was kaputt gemacht. Wir waren bis jetzt in zwei Läden und in beiden Läden randaliert sie, ja. Zum Glück ist das in echt nicht so. Wer sagt das? Das kannst du bezeugen. Ja, nee, in echt ist es nicht so. So, nachdem jetzt Haare und... Da geht es doch nicht gleich kaputt, wenn sie draufschlägt. Ha, ha, ha. Wir brauchen Klamotten. Oh Gott. Wir brauchen Klamotten. Also das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee, dass man einfach die ganzen Lederhosen und Lederhemden in Farbe tunken kann. Und dadurch kann man einfach prima natürlich so Schaufenster gestalten. Oh. Es donnert. Dann schnell in den ersten Laden rein. Komm, wir verlieren keine Zeit, bevor es anfängt zu regnen. Ich will nicht nass werden. Meine Haare sind noch gerade erst gemacht, frisch gemacht. Die Nägel und die Haare, es darf nicht regnen. Nass werden. Also im Prinzip auch wieder ein größeres Gebäude, in dem zwei Shops untergebracht sind. Diesmal aber komplett voneinander getrennt. Kleines, aber feines Bekleidungsgeschäft. Geschäft. Oh, da geht sie raus. Nee, ich dachte schon, die will nichts kaufen. Nein, natürlich kaufe ich. Oh. Ich kaufe alles, was rosa und lila ist. Alles, was rosa und lila ist? Einmal bezahlen, bitte. Oh, ich habe gar nichts gefunden, was rosa und lila ist. Draußen. Ah, hängt's. Oh, jetzt Rechnung abwarten. 132 Euro. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. So, jetzt haben wir das Outfit, Haare, Nägel. Was fehlt? Schuhe. Oh Gott. Und ich dachte, bis jetzt, gerade eben, wird's teuer, aber... Jetzt. Also ich muss gestehen, ich bin gar nicht so ein typisches Mädchen, die tatsächlich so auf Shopping steht. Also ich gehe gern einkaufen, aber was ich ein absoluter Kraus finde, ist Schuhe einkaufen. Das mache ich so ganz und gar nicht gerne. Und ich bin da ein typischer Junge. Ich hasse einkaufen, ich hasse shoppen. Aber er geht mit. Aber ich gehe mit. Brauche ja jemand, der die Tüten trägt. Ja, und dann, also ihr seht, der Schuhladen ist im Prinzip genauso oder gleich aufgebaut wie auch der Klamottenladen. Auch mit diesen bunten Lederschüchen überall. Und einfach Regalen und Sitzbänken zum Anprobieren. Wir schaffen es nicht, ohne dass er randaliert, ja? Jetzt muss ich hier 160 Euro extra zahlen, weil die Theke kaputt ist. Plus deine Schuhe für 246 Euro, ey. Boah, jetzt laufen wir mit fast 400 Euro raus. Jetzt gehen wir schnell wieder aus dem Schuhladen raus, ey. Das gibt's gar nicht. So, und wir haben die Shoppingstraße so gebaut, dass man auch von der Seite zum Friseur und zum Nagelstudio rein kann. Und jetzt hätte ich gerne noch einen Strauß roter Rosen, bitte. Ein Strauß roter Rosen, mein Darling. Da renne ich mal schnell los und kaufe dir einen Strauß roter Rosen. Ding dong! So, eine Packung Schachtel Strauß rote Rosen, bitte. Hi, Schatz. Hi. Oh, danke schön, mein Schatz. 43 Euro. Juhu. Gar nicht wahr. Hier kostet eine Rose nur 3 Euro. Ja, das ist ja auch vom kleinen Indo. Wolle Rose kaufen. Und hier sind die High-End-Rosen. Also ich muss sagen, der Blumenladen gefällt mir irgendwie ganz gut. Der ist so klein und schnucklig und trotzdem irgendwie total modern. Ja, ich finde es auch, also Blumenläden sind eigentlich meistens irgendwie so ein bisschen kleiner, verwinkelter und irgendwie so gemütlich. Und überall stehen Blumen rum. Genau. Also wir haben auch versucht, die ganzen Gebäude so in einem ähnlichen Stil einfach darzustellen. Dass man einfach sieht, es gehört zusammen. Ja.
Aber trotzdem völlig verschieden. Korrekt. Wow, jetzt haben wir fast alles durch, oder? Nur noch einen Laden. Und zwar, ich brauche für heute Abend noch ein gutes Buch. Kauf am besten für die nächsten Abende auch noch ein gutes Buch. Alles klar. Dann habe ich meine Ruhe. So. Oh, alles voller Bücher. Jetzt habe ich noch irgendwo Videospiele. Nein, Videospiele. Reiner Bücherladen. Was? Hier muss es Videospiele geben. Oh, Bücher über Videospiele. Dann kassiere ich dich mal ab. Du kassierst mich ab. Chuck, Chuck, warte, hier mein... Ich habe einen Stapel Bücher gekauft. Ich muss ihn nur finden. Ich habe ihn schon in die Tasche gepackt. So, hier, stell's mal ab. Ding, 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 ding. 26,50 €. 26,50 €? Ja. Das ist mein günstigster Einkauf. Den habe auch ich gemacht. Ja, merkst was? Kaum gehen die Männer einkaufen, wird's günstig. Hätte ich jetzt hier zugeschlagen, 120. Locker. Mindestens. So, kommen Sie raus, mein Schatz. Wir sind fertig. Boah, und ich bin ein armer Mann. Und mein Schatz ist glücklich. Und mein ich wollte gerade sagen, der Schatz ist wunderschön und glücklich und gepimpt. Und der Mann ist arm. Und zum Abschluss hätte ich jetzt noch gerne eine Tasse Tee. A cup of tea? Please. My lady. Geh mal in die fette Sehnebaum um die Ecke. Aber hallo. Welcome to the Violet Elephant. Wow, das klingt schon teuer. Ist es auch. Es ist eine angesagte Szenebar. Also auch hier ist das Gebäude einfach in einem ähnlichen Stil gestaltet wie im Prinzip das ganze Stadtzentrum eigentlich und vor allem aber auch die Shoppingstraße, weil es doch relativ nah beieinander ist. So, von hier oben sieht man das Ganze auch nochmal schön, wie das einfach wirklich so von einem Blick schön ineinander passt oder von den Übergängen und alles. Und hier links sieht man jetzt schon noch ein großes Gebäude, so viel verrate ich schon mal, das wird unsere Bank. Aber da brauchen wir locker eine Folge, wenn nicht mehr, für das Ganze. Deswegen machen wir mal schön mit unserer Tasse Tee weiter. Richtig. So, wo ist mein Schatz? Ich bin hier. Heute ist es so kalt und es fängt bald an zu regnen, wir setzen uns rein. Ja, bin ich auch dafür. Also wenn natürlich die Sonne scheint und schönes Wetter ist, dann sitze ich auch gerne mal hier draußen. Aber heute ist Zeit für drinnen. Du darfst natürlich den Platz aussuchen. Ich möchte ganz ins Eck. Ins Eckle. Und zwar hierhin. Yeah, ich komme zu dir. Was möchtest du trinken? Ich nehme... Ja, weil es so kalt ist, dann nehme ich eine Tasse heiße Schokolade. Kein Tee, nein, ich habe mich umentschieden. Oh, dann hätten wir gern bitte einen Cappuccino und eine heiße Schokolade. Kommt sofort, ich mache sie kurz. Die Bedienung ist heute nämlich krank. Blablabla. Bitteschön. Dankeschön. Wollen Sie sich nicht zu mir hersetzen, Madame? Nein, ich schaue mir erst die Küche an. Wollen Sie das nicht auch sehen? Das will ich natürlich auch sehen. Exklusive Führung für die Gäste. Oh, das steht nur für Personal. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Also man muss ja auch sagen, diese Sehnebar, in der wir uns gerade befinden, ist auch bekannt für ihren vorzüglichen Kuchen und Torten. Das ist so ein bisschen die Spezialität von dem Laden hier. Deswegen auch... Die ganzen Kuchen hier. Genau. Und einfach so ein paar kleine Snacks kann man hier einfach auch noch zu sich nehmen. Dafür braucht man einfach den Ofen. Und damit es hier ganz leicht ist, haben wir hier noch eine Durchreiche gemacht. So, dass man einfach schön hier einen Koch hat, der backt, macht, vorbereitet, es einfach rausstellt. Boah, wie es donnert. Und man kann es einfach gleich schön von hier außen wegnehmen und schön an seine Gäste an der Bar oder natürlich draußen verteilen. Und man muss natürlich auch wissen, warum das Ganze Violet Elephant heißt. Genau. Hier ist der Grund. Weil wir glücklicherweise in unserem Texture-Pack, was Sortex-Fanfor heißt, ein Elefant drin. Und durch dieses Bild heißt unsere ganze Bar jetzt The Violent Elephant. Nein, ich komme nicht raus. Jetzt. Ja, dann würde ich mal sagen, ein anstrengender Tag geht zu Ende in unserem neuen Stadtzentrum. Aber ich würde mal sagen, es hat mega Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich bin zwar, wie gesagt, jetzt arm, aber dafür habe ich einen warmen Bauch. Und ich freue mich jetzt erstmal auf mein Sofa und eine Runde chillen. Ab nach Hause. Bis zum nächsten Mal.
eure Listen. Und euer Rapsen. Tschüss. Ciao.